Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Satisfactory. So. Ja, hier sehen wir mal unseren Stolz, ja, den wir bis jetzt hergestellt haben. Unsere automatische Plattenfabrikation ist da. Warte mal, warte mir im Moment ein bisschen. Ich hab den Mausspeed etwas hoch. Wo kann ich den denn runterstellen? Sind wir hier so plöpp. Ah ja. So, zeig mal her. Ah ja, ist ein bisschen besser. Immer noch sehr hektisch. Aber okay. So, dann lassen wir jetzt erstmal. Als allererstes nehmen wir uns jetzt mal so ein 100er Päckchen. Oh, ich habe ja schon eins in der Tasche. Ein 100er Päckchen habe ich gesehen. Von den Platten. Jetzt sollen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Mein Einstein ist doof. Also Einstein ist natürlich nicht doof, aber nur einen Stein in der Tasche zu haben ist doof. So. Und jetzt sollten wir ganz langsam für Kupfer machen. Hier haben wir eine automatische Fabrikation von gar nichts. Ah doch, wir bräuchten jetzt noch Container. Ja, und da hier alles so ideal gelungen ist, wenn wir das jetzt weiterführen. Die ideale Auflistung. Dann kommt der Container einfach hier hin. Ja, würde ich sagen. Logistik. Natürlich nicht. Produktion. Faktor nein. Power nein. Organisation. Storage Container. Ein Container. Und den stellen wir einfach hier hin. Ist zwar nicht schön, aber selten. Stellen wir überhaupt nirgendwo hin, natürlich. Natürlich nicht. Ich sage, erstmal bauen wir hier ein Phänomen der Schräge dran. Kann ich das? Ja. Walls und Foundations. Hier, Rampe. Ja, die wäre schön. Kann ich hier hinbauen? Jo. Die reicht ja noch nicht mal. Ah, fürs Erste, dass ich da nicht immer runterfalle, wird so reichen, oder? Klapp. Yep. Ja, seht ihr, so geht das. So, zack, Rohre. Craft. Bim, 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 bim. So, ein paar Rohre gebaut, wunderbar. Jetzt kommt hier ein Container hin. Ich weiß, das sieht alles ganz furchtbar aus. Müssen wir irgendwann mal anfangen zu sortieren. Aber als allererstes müssen wir natürlich dafür sorgen, dass... Verdammt. Dass der ganze Kram irgendwo Platz findet. Ist mir... Ja, bumm. So. Wunderbar. Ein Belt, der kommt hier dran. Klack. Rein damit. Haben wir auch schon für jedes Ding einen Container. Nur was wir jetzt natürlich brauchen ist der Kupfer. Das steht hier irgendwo. Wir können zwischendurch auch noch ein bisschen raffen. Fällt mir gerade ein, wäre gar nicht so dumm. Weil gleich geht unser Sprit wieder aus. Auf jeden Fall. So. Da ist unser Kupfergerätschaft. Hallo du Kupfergerätschaft. Grab all. Zack. Produktion meiner. Zack. Du dann logischerweise hier in die Richtung. Hier, ja. Ungefähr. Am Wasser vorbei wäre schön. Die Richtung. Up. Missing. Achso, wir missing überhaupt nichts. Wir missing ganz ja nichts. Zack. So. Puff. Was das? Ah, ne? Und jetzt gehen wir einfach hier. Schwuppdiwupp, guck mal hier, was wir hier schön pflücken können. Jetzt gehen wir einfach an dem herrlichen See vorbei mit unserem wunderschönen Fließband. Das wird fantastisch.
App. Und Saft haben wir auch keinen. Fließband allererstes. Eine Stadt geht halt. Ja, hier, schöne Rutschbahn. Saft. Und hier weiter, weiter, weiter. Hier am See wollen wir nichts produzieren. Da direkt neben dem Fließband ist der herrliche Strand. Jawohl. Oh. Was ist das? Bam. Bums. Sehr gut. Und hier bauen wir dann die Schmelzer hin. Klar. Geht nicht. Muss mal kurz F machen. Jetzt ist er von da hinten gemacht worden. Geh bitte direkt an den Schmelzer. Ums. Steht noch ein Ding, aber er steht nur da. Ja, da brauche ich nicht groß konfigurieren. Rein damit. Brauchen nur noch Saft. Sechsmal Saft. Saft tun wir am besten hier auf die Seite daneben. So. Machen wir mal ein Experiment, ob das Kabel bis dahin reicht. Ups, stellen wir hier ein Gebüsch. Gar kein Problem. Ober von da nach. Wird im Leben nicht reichen. Wir werden hier noch auf jeden Fall. Nein. Oh, noch so ein Ding. Einfach mal gerade wohl hier irgendwo hin. Oh, wie die Verkabelung. Das wird jetzt schon sehr gräuselig, sieht das aus. Egal. Auf. Mach mal. Hm, das wird herrlich. Wenn wir das irgendwann mal sortieren müssen, wird das fantastisch. Missing Kabel. Missing Cable. Okay. Hüpf. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Hier mal schnell ein bisschen Kupfer produziert. Läuft ja alles so weit, so gut. Bis auf natürlich die gesegnete Unordnung, die wir hier haben. Aber erstmal steht die Funktion im Vordergrund. Und erst wenn wir alles da vernünftig herstellen, würde ich sagen, können wir uns kümmern um eine vernünftige Ordnung. Hier, 100 Kabel hergestellt. Adet nicht. Mach schön weiter. Und bam, 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 bam. Und Strom. Wir brauchen es für Strom sorgen, auf jeden Fall. Biomasse werden wir direkt umwandeln hier. Ding, 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 ding. Wunderbärchen. Und haut rein. Ja, das ist super. Jetzt haben wir 400 Biomasse. Die können wir hier direkt wieder verwursten. Ah, war genau richtig. Bap. 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 So. Perfekto. So. Aber jetzt. Kabel. Von hier nach da. Und ich bin gespannt von hier nach da hinten. Geht das? Es scheint zu funktionieren. Jo. Also anscheinend gibt es da keine Kilometerbegrenzung. Entschuldigung. Ah, herrlich. Wie wunderschön unsere Kabel hier durch den wunderbaren Planeten gespannt sind. So. Hier wird Kupfer hergestellt und natürlich haben wir noch kein Lager hier.
Das quetschen wir jetzt erstmal noch einfach da hinten dran. Ne? Hier 1 Meter Abstand. Bleibt. Geht nicht, weil wir zu wenig Rohre haben. App. Rohre. Da. Müssen wir gleich sowieso. Erstmal Eisenbahn. Ding, 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 ding. Mal rein. Und Rohre. Blub, 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 blub. Zack. So. Hier kommt der Beton an. Wunderbar. Dun, 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 dun. Tag. Tag. So, und jetzt sieht man schon, wir haben eine fantastische Unordnung hier geleistet. Warte, scheiße. Bauen wir direkt wieder ab. Abbauen. Abbauen. Viel zu weit. Der soll möglichst nah da dran. Damit wir was jetzt. Oh. Dieses rote Geblinke hat mich ein bisschen irritiert. Na, hab ich gesagt. So. Klapp. Damit wir gleich ein bisschen Platz haben. Herrlich. Wie gut, dass wir den da hingebaut haben. Da finde ich ein bisschen bescheiden. Bräuchte ein Jetpack. Oje, oje, oje. Kann ich das verbinden? Natürlich nicht. Super. Die Tücke des Objekts. Gibt's denn das? Mitte? Ach so. Ah, genau. Wenn wir linke Steuerungstaste festhalten. Danke an den Karl. Ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Wenn man die linke Steuerungstaste festhält, dann rastet der hier ein. Seht ihr? So, und jetzt kann man einfach hier so plöpp. Jetzt ist er genau auf Linie. Dann brauchen wir nicht immer diese Vermutungsbänder zu machen. Jetzt funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Oh, ich sehe schon. Wenn wir alles wieder abreißen müssen und in einer Linie machen, damit wir hier anständige Platzausbeute haben. Aber jetzt haben wir erstmal alle. Jetzt haben wir Beton. Dann mal Kupfer, dann mal Eisen und Eisenplatten brauchen wir sowieso immer. Okay, dann können wir um die nächste Zielgerade kümmern. Ist das? Das ist hier da. Oh, ich muss niesen. Oh, habe ich gerade noch schnell gemutet, das wäre durch der Kopf weggeflogen. 30 Betönchen, 500. Kupfer, okay, 30 Betönchen ist ja wohl lächerlich. Ja, da können wir ja nur so drüber lachen. Klapp, nehmen wir mit. Hep. Allererste. Zack, zack, voll. Zack, in die Kiste. Blöpp. So, nächste. Ist 500 davon, 150 Rohre und 150 Platten. 150 Platten müssen wir nur rausnehmen. Lalala. Ja, da fehlen noch 6 Stück. Da warten wir jetzt mal. Das dauert aber lange, dass wir hergestellt werden. Zeig mal her. 3, 4, 5, 6. Bing. Haben wir 150 Platten und ich gehe direkt Eisen holen. Oh, hier ist der Stau, das Ding ist zu lahm. 150 Rohre, da brauchen wir mal 200 Barren. Bing, bing, oder hier 150, zack. Fertig. Let's go. Diese hackern wir jetzt wirklich alle wieder auf einen Hieb. Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Wir werden locker jetzt die
Phase 5 erreichen. Dann können wir uns noch um anständigen Spritherstellung kümmern. Dann ist alles noch Energieverschwendung. Dann mit der nächsten Stufe, wenn wir aus der Biomasse Biosprit basteln können, der läuft viel länger als dieser Kram hier, diese Verschwendung von Ressourcen. So, kann die Steuerung plapp? Nein, plapp. Ah, Shift. Knopfdruck. Haut der ganze Stapel rein. Shift. Oh, nur noch 500 Kabel. Ich habe noch Kabel in der Tasche. Vielmehr Kupfer in der Tasche. Werden wir mal komplett umwandeln, damit wir mal da Zeug los sind. Das dauert jetzt leider ein Weilchen. Müssen wir mal machen, nützt aber nichts. Sonst wird unsere Tasche auch immer voller. Das mag der Helm gar nicht, wenn die Tasche immer voller wird. Wir haben auch noch 100 Steine in der Tasche. Müssten wir mal gucken, ob wir die auch noch da unten einfach reinstopfen können. In die Fabrikationseinheit. Das werden wir gleich überprüfen. Dann sehen wir nämlich, ob der Stein schnell genug nachkommt oder ob das Ding quasi noch schneller laufen würde, wenn wir mehr Stein hinzufügen könnten. Können wir im Moment noch gar nicht. Aber mich interessiert es einfach mal. Bing, 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 bing. Noch 20. Das ist alles ein bisschen mühselig. Gott sei Dank können wir das ja automatisieren. Lalalala. Yeah, fertig. Hier war die Produktionsanlage. Anlage? Ne, die ist voll mit Stein. Alles klar, also Stein wird schneller produziert, als er verbraucht wird. Da kann man ja auch sehen. Er stockt ja ab und zu. Da, habt ihr gesehen? So, Kupfer. Ach, wir brauchen Kabel dafür. Na, na gut, okay. Aber, Gott sei Dank haben wir wenigstens genug in der Tasche. Jetzt müssen wir mal eben 500 Einheiten Kabel herstellen. Ja, auf Dauer wäre das natürlich nichts, wenn die Zahlen immer höher werden, ja. Und ich stehe immer hier wie ein Irrer und halte den Finger da fest auf Crafting. Das ist natürlich doof. Tick, tack, 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 tick, tack, tack. Lalalalalala. Bam. 500. So. Blüb, blüb. Upgrade. Rums. Neue Bilder, neues Equipment, neue Player Upgrade. Congratulations. Dankeschön. You have unlocked Hub Feature, Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building, Biomass Burner. Building, Space Elevator. Equipment, Object Scanner. Equipment, Beacon. Prima. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Alles klar. So, die bedankt sich schon für meine Mitarbeit. What? The Hub Terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Additionally, the MAM provides the opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Ja, ja. Alles klar. So. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good luck. Okay, okay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, meine Mitarbeiterin. Also, the space elevator, der nächste Riesenstein, den wir springen müssen. Dann können wir nämlich unsere Fabrikation die nächste Stufe erreichen. Aber als allererstes gehen wir mal hier rein. Genau. Hallo. So, und hier können wir Analysen machen. Was ist das hier? Alien-Kadaver. Blöpp. Brauchen wir nicht. Wir können hier das hier reinschmeißen. Zack. So, und jetzt können wir das nämlich analysieren. Das Ganze dauert 5 Minuten und dann spuckt er aus, was aus dem Ding herstellbar ist. Also was da Tolles gegeben wird.
Also quasi, was wir daraus machen können. Mein Gott, ich habe heute mal einen Knoten in der Zunge. Ja, Leute, da sind die 20 Minuten wieder rum. Wir haben Phase 5 erreicht. Perfekt. Und irgendwann sollte man dann übergehen hier jetzt mal. Dann anfangen hier das alles schön geradlinig zu bauen. Ne? Damit das auch vernünftig wird, was wir hier bauen wollen und so. Ne? Ja, Leute, ich hoffe, jetzt gerade. Mein Gott. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Phase erreicht. Nächste Ziel. Biosprit herstellen und so weiter. Da müssen wir mal gucken, was zuerst machen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, habe die Ehre. Macht's gut, bye bye.